finde, eigentlich sollte diese Sendung Geschenketrend 2021 heißen, denn was ich hier in der Hand halte, ist ein absolutes Sahneschnittchen. Vielleicht sollte ich Ihnen erstmal die Rückseite zeigen. Es ist ein wunderschönes Laptop von Fujitsu. Und Fujitsu steht für tolle Komponenten, hohe Qualität und normalerweise sehr teuer. Warum sage ich jetzt normalerweise und warum will ich sowas Teures Ihnen zu Weihnachten empfehlen als Geschenkidee? Ganz einfach, weil wir jetzt hier unsere geprüften Leasingrückläufer haben und wie das funktioniert und was den so besonders macht, das verrät uns Ralf. Ja, es ist erstmal ein Rechner, der heute Nachmittag bei mir auf dem Schreibtisch gelandet ist. Der ist nagelneu und jetzt hier TV-Premiere. Und Anne-Kathrin hat gerade den Preis angesprochen. Regulärer Preis für dieses Fujitsu Livebook wäre 1599 Euro. So ist die unverbindliche Preisempfehlung. Und Sie werden gleich den Preis eingeblendet sehen. 499,99 Euro ist Ihr TV-Sonderpreis. Wie ist das möglich? Es ist kein nagelneues Gerät. Es ist ein Gerät, das von einem Neugerät fast nicht zu unterscheiden ist. Ein geprüfter Leasingrückläufer. Und für die neuen Zuschauer möchte ich diesen Begriff kurz erklären. Große Firmen, die kaufen keine Rechner, sondern die leasen diese. Ganz einfach, weil man Leasingraten monatlich absetzen kann, also aus steuerlichen Gründen. Nach der Leasingzeit, meist 2 Jahre, gehen diese Rechner zurück und kommen dann zu unserem Partner, einem der größten europäischen Refurbisher, wieder Aufbereiter und werden dort auf Herz und Nieren geprüft. Optisch, aber auch technisch. Und nur, wenn alles 100% in Ordnung ist, das heißt überall in jedem Testkriterium 1A Bewertung ausgesprochen werden, dann kommen die Rechner für uns in Frage. Die Vorteile für Sie liegen klar auf der Hand. Sie bekommen einen Hochleistungsindustrierechner, ja, mit allen Annehmlichkeiten, die man bei einem Neurechner auch hat. 24 Monate Gewährleistung, neues Betriebssystem, Antivirensoftware, aber zum Bruchteil des Neupreises. Und wenn wir ihn jetzt mal anschauen, du hast die Optik schon angesprochen. Es ist einfach etwas Tolles. Also ja. Fujitsu üblich sind diese roten Ränder, diese Applikationen oben natürlich über dem Bildschirm, aber auch rundherum um die weiße Tastatur. Und da sehen wir natürlich auch das Logo. Fujitsu übrigens Siemens, ja, die gehören zusammen. Das ist also eine deutsche Wertarbeit, das kann man wirklich sagen. Da sehen wir, ich liebe das, diese weiße Tastatur, optisch ein Leckerbissen. So, und jetzt schauen wir uns mal das Display an, 14 Zoll groß. Und jetzt habe ich hier extra mal so ein Foto drauf. Dieses Display hat eine Full HD-Auflösung. Das heißt, auch wenn man Filme oder Fotos oder von mir aus auch Serien anschaut, hat man die allerbestmögliche Bildqualität. Und jetzt kommen wir zum Innenleben. Und das hat mich begeistert. Also da hört sich ein Fakt an, besser als der andere. Wir haben zum Beispiel einen i5-Prozessor, also neueste Generation. Hier 6. Generation der Prozessoren. Das ist schon mal herausragend. Microsoft empfiehlt auch heute noch einen Arbeitsspeicher von 4 GB. Hier haben wir 8 GB. Die sind sogar erweiterbar auf bis zu 32. Und hier was ganz Wichtiges, auch neueste Generation, DDR4. In vielen Rechnern ist heutzutage noch DDR3 verbaut. Neueste Festplattentechnologie, also die SSD-Festplatten, richtig schöne Größe, 256 GB. Also ohne bewegliche Teile, keine Hitzeentwicklung mehr durch Bewegung und auch keine Geräuschentwicklung mehr durch Bewegung. Und dementsprechend ist das wirklich der Wahnsinn. Natürlich noch zusätzliche Optionen, Webcam, dann haben wir ein DVD-Laufwerk drin, wir haben Bluetooth-Fähigkeit. Also alles, was man sich von einem Hochleistungsrechner heute erträumt. Und das jetzt zum geringstmöglichen Preis, das können wir wirklich sagen. Du hast vorhin gesagt, Weihnachtsgeschenk. Also ich glaube, da werden die Augen groß und die Freude riesig, wenn sowas unterm Weihnachtsbaum liegen würde. Aber gerade bei Schülern, das weißt du auch, ist es heutzutage eigentlich notwendig, dass sie einen eigenen Rechner haben. Klar, Schüler, Studenten, jetzt denkt man ja schon wieder über den Lockdown nach. Das heißt, viele werden dann auch wieder im Homeoffice sitzen. Und da ist das natürlich auch ein hochwertiger, toller Rechner fürs Homeoffice. Und ich muss Ihnen sagen, mit dem bloßen Auge, der sieht wirklich aus wie neu. Also wenn man sich die mal anschaut, ne, das ist wirklich qualitativ ein absolutes Leckerbissen. Und nicht nur Hardware, sondern auch Software ist in einem Tip-Top-Zustand. Also ich meine, der wurde ja geprüft, gereinigt. Ja, und hier haben Sie wirklich einen Hochleistungsrechner mit einem i5
i5-Prozessor, also auch hier wirklich auf allerneuestem Stand. Das ist jetzt nicht, wenn Sie Leasing-Rückläufer kaufen, dass man da veraltete Technik kauft, oder? Nein, also ich vergleiche es auch gerne mit dem Auto. Da ist es seit Jahren gang und gäbe. Da kriegt man ein fast neues Auto, also einen Leasing-Rückläufer zum Bruchteil des Neupreises. Aber man sieht nicht, dass da gebraucht ist, außer am Kilometerstand. Hier haben wir nicht mal Kilometerstand. Sie werden es nicht bemerken. 1A-Qualität, also nicht nur technisch, sondern auch optisch. Und ich sage ja immer wieder, Leasing-Rückläufer kaufen ist cleveres Kaufen. Weil ich kann mir jetzt überlegen, ob ich so ein Gerät für 1.599 Euro kaufe, im Sonderangebot mal 1.300 Euro oder für 499,99 Euro. Und ich glaube, man kommt da schnell zu dem Schluss, dass es wirklich clever ist, einen solchen tollen Rechner zu kaufen. Zubehör haben wir auch noch dabei. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Es ist eine sogenannte Dockingstation oder Port-Replikator. Das sieht so aus. Und das ist gerade, wenn man seinen Rechner viel dabei hat. Dieses bleibt auf dem Schreibtisch. Man verbindet es einfach, wenn man den Laptop drauflegt. Und ich möchte Ihnen die Rückseite zeigen, weil jetzt haben Sie alle Peripheriegeräte, die Sie angeschlossen lassen können. Zusätzliche Monitore mit allen möglichen, auch älteren Anschlussmöglichkeiten. Aber hier sehen wir auch den DVI, also VGA, DVI, aber auch DisplayPort. Wir haben verschiedene USB 3.0 Anschlüsse für Drucker, vielleicht eine Maus oder ähnliches, was ich da anschließen lassen kann. Ich habe den Stromanschluss und ich habe auch RJ67 und das ist der LAN-Anschluss, wenn ich übers Kabel ins Internet will. Und das lässt du alle stecken, du entnimmst den Rechner, nimmst ihn mit und wenn er zurückkommt, wird er auch wieder aufgeladen, indem man einfach hier drauf macht. Und bei Fujitsu kostet so eine Dockingstation, wenn du die einzeln kaufst, zwischen 100 und 150 Euro. Die ist hier einfach mit drin. Ich finde die unglaublich praktisch. Ja, ist super praktisch. Ne? Und Sie können es natürlich auch ohne Dockingstation nutzen, aber die ist dabei und das ist einfach super praktisch. Die bekommen Sie von uns einfach mal so geschenkt. Übrigens gehen auch die Versandkosten auf uns und Sie bekommen obendrauf noch 24 Monate Gewährleistung. Die sind selbstverständlich dabei. Wissen Sie, wenn Sie jetzt einen geprüften Rechner irgendwo im Internet ersteigern, dann heißt es gekauft wie gesehen. Wenn da was ist, Pech gehabt. Hier bei uns ist das anders. Also Sie bekommen hier wirklich einen Leasing-Rückläufer in einem Tip-Top-Zustand. Mein Handy ist ein Leasing-Rückläufer übrigens auch und auch mein Notebook, was ich habe. Und ich muss sagen, alles richtig gemacht. Da darf man sich auch mal selbst loben, oder? Und wir müssen noch mal über einen ganz großen Unterschied sprechen unter den Rechnern. Den ich im Fachgeschäft kaufe, das ist ein Haushaltsrechner. Das hier sind Industrierechner. Ja. Die werden für die Industrie gefertigt, für höchste Ansprüche und auf enorme Langlebigkeit. Du und ich, wir haben beide Leasing-Rückläufer. Da gab es noch nie irgendwelche Probleme. Ich werde den auch noch viele Jahre benutzen. Und somit kann man sich auch sicher sein, dass dieser Fujitsu einen noch viele, viele Jahre begleiten wird. Technisch ist er weit über den derzeitigen Anforderungen, also auch hier zukunftsorientiert ausgestattet. Die neuesten Komponenten drin, nochmal Prozessor 6. Generation, der Arbeitsspeicher DDR4, ja, also hier SSD-Festplatte, da bleiben keine Wünsche offen. Und die SSD-Festplatte, da würde ich immer drauf achten. Es gibt günstigere Rechner, die haben noch eine HDD-Festplatte, die erfüllt auch ihren Zweck. Aber wer nicht ewig vorm Rechner sitzen will, allein dieser hochgefahren ist, der sollte auf dieses SSD achten, weil das ein unglaublich schneller Zugriff ist. Das fängt schon an beim Hochfahren des Betriebssystems. Ja. Sie kennen, wenn Sie einen herkömmlichen Rechner haben oder hatten, ja, dann läuft da so ein Rädchen und dann bitte einen Moment. Und das kann 2, 3, 5 Minuten, je nach Alter des Rechners, gehen. Hier hast du in wenigen Sekunden den Rechner zur Verfügung. Du startest ihn hoch und diese Geschwindigkeit, die setzt sich auch durch alles, was man macht, fort, weil auch wenn man ein Programm öffnet, man hat teilweise wirklich das Gefühl, man hat noch gar nicht geklickt, ist das Programm schon offen. Also ein herausragender Rechner zu einem herausragend günstigen Preis. Nochmal unsere TV-Premiere und ich bitte immer zu bedenken, wir bekommen diese Hochleistungsrechner als geprüfte Leasing-Rückläufer immer nur in begrenzter Stückzahl. Wenn weg, dann weg. Deshalb, wenn Ihnen der Rechner optisch und auch technisch gefällt, jetzt ans Telefon. Und am Telefon sagen Sie, ich hätte gerne folgende Bestellnummer, die REF 1510 und die 569. Da kommt der inklusive Dockingstation zu Ihnen nach Hause und das für unter 500 Euro, 499 Euro, versandkostenfrei, 24 Monate Gewährleistung. Und Sie sehen es, es ist ein Fujitsu, ein absoluter Markenrechner, das ist kein No-Name-Rechner. Hier bekommen Sie das Beste vom Besten. Gehen Sie jetzt sofort ans Telefon und wählen Sie die kostenfreie Hotline 0800 51 51 und 3x4 oder bestellen Sie bequem online. Viel Spaß damit.